So Leute, willkommen zurück zu Pokémon White 2. Wir sprechen mit diesem Typen hier, der uns absolut gar nichts bringt. Das war ja ein interessantes Gespräch. Ab zum nächsten Haus, vielleicht gibt es hier noch mehr interessante Gespräche. Auf jeden Fall gibt sie uns. HP Plus. Dankeschön dafür. Hier gibt es noch ein Iron, nicht Iron Man. Nicht Lance Butters, sondern Eisen. Eisen, darauf kann man speisen. Ich dachte schon, mein Emulator ist eingefroren. Aber da kommt natürlich Professor Ash. Hey, Fokka, geh mal zum Flughafen oder tu das auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich dir hier vorlabere. Aber hier hast du den Meisterball. Normalerweise würde mein Vater dich ja hier empfangen, aber diesmal tue ich das. Ist doch nicht schlimm für dich, oder? Hey, wartet mal! Was? Wer ist denn das? Bist du nicht die Arenaleiterin? Hey, Fokka, das ist die Arenaleiterin. Ich bin die Arenaleiterin. Hallo, und ich bin die Arenaleiterin. Also, ich bin die Leiterin der Arena. Ey, du bist doch nicht etwa die Leiterin der Arena. Das ist die Leiterin der Arena, Fokka. Und das ist Fokka Arenaleiterin. Und ich hau mal ab. Das war ein sehr nettes Gespräch. Komm doch mal in meine Arena vorbei, wäre doch sicher ziemlich cool. Okay. Also, ja, wieso nicht? Ich meine, why not? Why not? I don't have anything against it, if you know what I mean. It's not the yellow of the egg, if you know what I mean. Ah, tut mir leid, Leute. Ich bin wirklich ein bisschen. Aber es ist wirklich so cool, so deutsche Sprüche, wenn man sie Wort für Wort so ins Englische übersetzt, dann klingen sie einfach richtig, richtig geil. So zum Beispiel wie eben, it's not the yellow of the egg. Oder, mir fällt gerade spontan nichts anderes ein. Ich weiß nicht, aber irgendwie so halt coole Sachen, wenn ihr irgendwas wisst, ja, dann sagt's halt so unten, aber... Also es klingt, also ich finde, es klingt wirklich witzig. Es klingt ulkig. Ulkig und witzig und cool. But it's not really the yellow of the egg, if you know what I mean. Okay, hör damit auf. Tut mir leid. Ihr dürft mich schlagen. Und dann ist doch damit auch nicht geholfen, aber ihr habt mich schon mal geschlagen. Ist doch auch mal was. Dann könnt ihr sagen, ich habe Fokka geschlagen. Das kann sowieso jeder sagen. Weil es dann ja jeder getan hat. Ich will das Item. Oh, ich habe ein Flugjuwel. Bam, bam, bam. Ein Flugjuwel ist toll. Ein Juwel ist toll. Tolles Geräusch, danke dafür. Und was ich mich frage, wieso hier um Gottes Willen so ein Bild ist oder was auch immer das ist. Neben einem Flughafen, beziehungsweise direkt auf einem Flughafen, das kann doch irgendwie nicht klappen. Wenn die Flugzeuge losfliegen, dann durchwirbeln sie das ganze Zeugs doch. Aber nun ja, wenn es ihnen passt, es passt uns eigentlich ganz gut. Was hast du dagegen? Sag doch mal, was hast du dagegen? Gar nichts. Beruhig dich. Easy. Alles klärchen, mein Bärchen. Ist doch alles Lotti, Palotti, Flotti. Salamander miteinander. Skydrop. Skydrop ist cool, Skydrop ist toll. Hey, können wir eigentlich unserem Ding seine tolle Attacke beibringen? Was haben wir denn hier Schönes? So was wie Bulldoze, wollen wir auch nicht. Rockstar, kann das unser Changeling Smiley lernen? Wäre ziemlich cool jetzt gegen die. Nee, kann er leider nicht. Okay, Lucario kann das lernen, aber Lucario braucht es nicht unbedingt. Okay, schade. Hätte ich gerne unserem Chengwong und Smiley beigebracht, kann er aber leider nicht lernen. Was? Keldomage. Keldomage, c'est dommage. Dangereux, dommage. I can't believe, it's very dangereux. Und wer fliegt uns hier entgegen? Es ist da der Arena-Sklave. Hey, ziemlich windig hier, pass mal auf. Hier hast du ein Tafelwasser. Ziemlich cool, oder? Und die Arena.
Hey, siehst du dort die Ventilatoren? Wenn die mal angehen, pusten sie dich weg. Also such dir Schutz hinter diesen Mauern hier. So. Es ist immer so, dass wir, wenn wir hier auf diesen grünen Ebenen sind, passiert uns nichts, wenn der Ventilator an ist. Aber wenn wir, ich kann euch das mal demonstrieren, wenn wir hier nicht in Sicherheit sind, dann werden wir weggeblasen wie so ein Blasehase. Und das ist nicht wirklich cool, aber da ich ja sowieso gegen alle Trainer hier antreten will, ja, ist mir das eigentlich egal. Hallo, ich bin Pilot. Genau, ich bin nicht Pilot. Nö, 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 verwechsel das bloß nicht, denn ich bin Pilot. Pilot mit E-L-O-T und nicht I-L-O-T. If you know what I mean. Tut mir leid, ich kann es einfach nicht lassen. Ich werde 100.000 Leabos dafür bekommen und 100.000 Leute werden mir schreiben: Ey, Volker, lass doch mal den Scheiß, du bist voll doof, das ist überhaupt nicht witzig. Aber ich kann es einfach nicht lassen, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Also es tut mir wirklich leid, ob ihr es mir glaubt oder nicht, aber es tut mir wirklich leid. Sind wir ein bisschen underleveled? Kann das sein? Kann schon sein, aber wen juckt's? Wen juckt's? Wen juckt's, bitteschön? Keinen juckt's, genau. Oh, was? Das war richtig toll, das hat's gebracht, so. Aber was ich schon mal sagen muss, oder soll ich schon mal spoilern? Na, was heißt das spoilern? Ich sag schon mal so, ich finde die Arena eigentlich besser als im Vorgänger. Wieso ich sie besser finde? Es ist zum ersten Mal nicht, also, ja, zum ersten Mal. Es ist einfach keine Rätselarena, in der man irgendwie so ein Rätsel lösen muss, sondern es ist eine Arena, bei der es um Timing und Geschicklichkeit angeht. Finde ich persönlich gut. Jetzt vom Aufbau her finde ich sie auch ganz okay, aber auf jeden Fall finde ich sie besser als den Vorgänger. Was habt ihr für eine Meinung dazu? Findet ihr sie besser oder schlechter? Sagt es mir doch bitte schön. Gut, ha! Get dissed, hast du gehört? Get dissed. Oh, wird nun 3-Hit KO. Lightscreen. Ja, mach doch dein Lightscreen. Ist kein Problem für mich. Zero Problemo. Gut. Ich drehe wirklich am Rad. Falls ihr das, also man merkt es ganz bestimmt, welche Folgen nicht so. Ja, das sollte trotzdem nicht reichen, um mich zu besiegen, da es nicht physisch nicht so stark ist. Aber das reicht, um es zu besiegen. Nicht um SH zu besiegen, sondern um es zu besiegen. So, Level 34. Sehr schön. Chang Wang 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 Smiley. Verstecken wir uns hier hinter. Also, was ich sagen wollte, ihr merkt sicher, welche Folgen ich direkt hintereinander aufnehme. Nämlich die, bei denen ich immer so am Rad drehe. Wenn ich in einer Folge ziemlich so drauf bin, als ob ich 500.000 Energy Drinks gerade getrunken habe, dann bin ich es meistens in den darauffolgenden Parts auch, obwohl eigentlich bin ich in jedem Part so ein bisschen aufgedreht, aber in ein paar Parts halt mehr als in anderen. Ist halt so, was soll man dagegen machen? Vielleicht gegen diesen Trainer antreten, wie wär's? Ja, wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee, finde ich jetzt persönlich. Wie ihr das findet, ist eure Sache. Meine Sache ist es jetzt, diesen Trainer zu besiegen, diesen Piloten, denn er ist betrunken und darf nicht fliegen. Er will zwar fliegen, aber er darf es nicht. Um Gottes Willen, flieg bloß nicht los. Bitte, flieg nicht los. Ich glaube, der Gegner ist schneller, also setze ich mal den Drachentanz ein. Ha! Huhuhuhu! Perfekt predicted. Na gut, ich habe es jetzt nicht direkt predicted. Aber, trotzdem gut gemacht von mir. Jetzt eher doch ein bisschen Glück, ich gebe ehrlich zu, es war von mir nicht geplant, sonst hätte ich ja jetzt auch irgendwie geplant, so gesagt, so ersetzt nochmals Scanner ein, aber das wusste ich nicht, sondern ich habe einfach mal so Drachentanz eingesetzt. Ja komm, 2-Hit-KO, sehr schön. Super, das halten wir doch aus. Wow, ich dachte schon, er besiegt uns mit einem Schlag, hat er aber nicht getan. Drachenklaue reicht, um es zu besiegen. Supidupi, Herzogi. Ah, schade. Hätte gedacht, es wird ein Level Up. Wurde es leider nicht. So, schnell hinter verstecken. So, hinter den Ecken. Gut, wir heilen uns Chang'e und Smiley mal nicht. Ich will ja nicht 100.000 Tranker für ihn verschwenden.
sondern ich will auch ein bisschen Tränke sparen und so langsam kann ich auch mal wieder andere Pokémon trainieren. Das Vieh hat Drachenodem. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Setz mir deswegen Psi ein. Damit Chengwang Smiley doch noch ein Level Up bekommt, damit es gleich ein Level Up halt hat. Ha! Puh, bin ich gut im Predicten? Naja, das sind eher so quasi Predictor Predictions, denn ich predikte sie ja nicht wirklich, sondern ich predikte ja was anderes eigentlich, aber er setzt dann doch was anderes ein, so dass es doch zu meinem Gunsten ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber Predictions sind Predictions, if you know what I mean. Ach, ich find's witzig. Und noch witziger finde ich es, wenn sich jetzt Leute darüber aufregen, dass ich es jetzt doch die ganze Zeit sage. Ja, ich finde es halt so lustig, wenn Leute halt haten. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt gehate sein, wenn sie es einfach nicht lustig finden und sagen so, hey Fokker, hör doch bitte auf damit. Muss ja nicht unbedingt gehate sein, kann auch ganz normale Kritik sein, aber ich finde es trotzdem irgendwie witzig, weil wenn sich Leute darüber so ein bisschen aufregen, dann ja. Wenn sie halt nichts Schlimmeres haben, um sich darüber aufzuregen, haben sie ein schönes Leben, muss ich sagen. Aber wenn sie einfach stört, dann ist das okay, nehme ich so hin. Ich bin halt so ein bisschen aufgedreht. Kann ich leider nichts auch dran ändern. Auch nichts dran ändern. Und sie hat ein Level Up. Dann kann ich leider auch nichts ändern. Wobei, dann will ich gar nichts ändern. Hasta la vista, hombre. Nein. Der Wind. Oh, nee, das wird knapp. Nein, das reicht nicht. Oh, aber zum Glück. Fliege ich nur hier hin. Das reicht. Ja. Sehr schön. Ich glaube, wir haben nur noch einen Trainer übrig, nämlich den da unten. Den besiegen wir doch rasch. Und dann hätten wir, glaube ich, alle Arena-Sklaven in dieser Arena erledigt. Vielleicht habe ich einen übersehen. Kann es sein, dass ich einen übersehen habe? Ist ja nicht so schlimm, wenn wir einen übersehen, obwohl wir sowieso schon jetzt underleveled sind. Und wenn ich noch einen übersehe, dann heißt das für mich noch weniger Training. Und das ist jetzt nicht wirklich das Beste, aber ja, was soll ich machen? Übersehen ist übersehen und wenn man ihn nicht sieht, dann sieht man ihn halt nicht. Das ist meine Einstellung. Er setzt Aquaring ein. Puh, damit kann ich ihn locker besiegen. Danke dafür. Obwohl es mich mit wahrscheinlich jeder beliebigen Attacke besiegt hätte, aber wenn es halt nicht will, es will lieber sterben, kann es von mir aus tun. Swoobat, da lassen wir unsere Dings drin, obwohl wir wahrscheinlich keine Chance haben, aber ich hoffe, nee. Ah, oder wenn es zweimal Amnesie einsetzt, dann sind wir in der Tat in der Lage, es zu besiegen. Oder wird es überhaupt ein Two-Hit-Kill? Ja. Wird ein Two-Hit-Kill, wenn wir überhaupt nochmal zum Zug kommen. Also die schlauesten sind diese Vögel wohl auch nicht. Sie haben wohl alle einen Vogel. So witzig. Ich glaub's nicht. Ich bin Comedian Number One. Ich bin der beste Comedian aller Zeiten. Muss mal gesagt sein, ohne mich selbst zu loben. Irgendwas stinkt hier, keine Ahnung was das ist, vielleicht der Eigenlob. Aber auf jeden Fall bin ich der witzigste Typ nördlich des Äquators. Südlich des Äquators könnt ihr euch wen anders aussuchen, denn da bin ich leider nicht. Aber wenn ich da bin, dann bin ich auch natürlich der witzigste südlich des Äquators. Auf jeden Fall, die Arenaleitung machen wir im nächsten Part. Bis dahin, Leute, man sieht sich, schönen Tag noch und... Upsi-dupsi! Zack! Wir wurden rausgeschleudert. Ich gehe mal in Pokenheim und wir sehen uns im nächsten Part vor der Arena leiten. Bis dahin, Leute, man sieht sich, schönen Tag noch und sag mir, wie euch die Arena gefallen hat. Mir hat sie besser gefallen im Vorgänger. Die erste Arena für mich in Pokémon White 2, die mir besser gefallen hat als der Vorgänger. Eure Meinung ist jetzt gefragt. Bis dahin, Leute, schönen Tag noch, schöne Woche und tschüss.